So, oh, da bin ich auch schon wieder. Gleich schon viel, viel besser. Ui, da, ui, da, ui, da, ui, da. So, ich glaube, dann können wir jetzt weitermachen. Ja, ich glaube auch, dass es echt ein bisschen zu ruhig ist. Also ich glaube, da wird gleich definitiv noch was passieren. Hoffen nur, dass wir es Ladies and einigermaßen gut gents, this is hinbekommen. the moment Ja. you've waited for. Oh yeah. Und Ronan, vielen Dank für deinen verschenkten Sub an Kingis. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Thank you. Über diese Vogelscheuchen. Yeah. Jetzt hast du ein paar mehr Emotes. Direkt auf einen Schlag. So, jetzt sind wir, glaube ich, hinten wieder raus, ne? Da ist ja das Schloss. Da will man gleich als nächstes hinkommen. Oh, das sind aber richtige Menschen, ne? Einfach erfrorene Menschen. Kann ich irgendwas machen? Ne. Hier hinten irgendwas Schönes. Oh, der ist auch ziemlich erfroren. Ah, hier haben wir schon wieder so eine Statue, ne? Komme ich da nicht dran? Kann ich die vielleicht abschießen? Ah. Okay. Total disrespect für Miranda. Ja, total disrespect. Kann ich die noch ein bisschen ausnehmen? Nö. Ne. Okay. Nun denn, dann gehen wir mal weiter. Wobei, haben wir den schon mal geguckt gehabt hier? Nö, da ist auch nichts. Dann geht's mit mal weiter. So, und da haben wir auch schon das Schloss. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Okay. Wir haben einen Kaufmann, der... Du willst dich nur umsehen, tu dir. Oho, endlich bekomme ich mal was Neues zu sehen. Der auf jeden Fall schon ein bisschen was... also nicht untersetzt ist, sagen wir mal so. So, wir gucken mal kurz nach den Waren. Können wir den for free holen? Da hattest du ein Auge drauf, was? Wir können manche Sachen for free holen. Das ist ganz cool. Einfach mal holen. Spezialzubehör. Haben wir es jetzt auf der Waffe drauf? Das ist ja auch ganz cool. Vorrätig. Ach. Der hat auch nicht. Nee, stopp, warte mal. Warum kann ich die Sachen for free holen? Gerne. Noch etwas? Ich nehme es einfach mal mit, ja. Ich meine, warum auch nicht? Ja, was kostenlos ist, Vielen ist Dank halt für deinen kostenlos. Einkauf. Haben wir hier noch Schönes? Ansonsten nicht viel. Das andere kostet was und wir wollen uns erstmal weiter umgucken. Wir haben ja noch eine Werkstatt. Was ist das denn überhaupt hier? Zusatzkoffer. Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Ja, ist bestimmt auch nicht verkehrt. Aber kostet 10.000. Wir haben gerade mal 1.090. Hinterfragt man nicht. Okay. Finde ich total in Ordnung so. So, wir gehen kurz einmal zurück. Gehen wir nochmal in die Werkstatt. Da können wir scheinbar noch ein bisschen was verbessern. Aber ich glaube, da ich jetzt hauptsächlich die Pistole wahrscheinlich benutzt oder wahrscheinlich super viel Munition oder mehr Munition zumindest mal für die Pistole haben, würde ich fast sagen, nehmen wir dann lieber die Sachen für die. Aber wir können es das eh nicht leisten. Guckt mal die Preise an, Freunde. Guckt euch mal bitte die Preise an. Ja. Und bei der kann ich noch nicht mal irgendwas machen. Da habe ich nur das Accessoire dran. Ah, mit etwas mehr Yeah, Geld. etwas. Etwas. Just a little. So, was haben wir hier noch Schönes? Ankauf. Ah, hier können wir Sachen verkaufen. Hier können wir Sachen verkaufen. Die Frage ist bloß. Die Frage aller Fragen ist bloß. Ich kann sogar meine Pistole fucking nochmal verkaufen. Die Frage ist bloß, brauchen wir die Sachen vielleicht noch? Also ich glaube, Kristallfragment braucht man nicht. Oder? Ich glaube, das können wir verkaufen. So, das verkaufen wir schon mal.
Schädel können wir, glaube ich, auch verkaufen. Ich glaube, die wurden ja auch gejobbt von den Viechern, ne? Den Dietrich behalten wir definitiv. Den brauchen wir ja noch. Arzneimittel und Munition natürlich auch. Ich weiß nicht, ob wir die Mine noch effektiv gebrauchen können. Kontaktmine, die beim Betreten auslöst. Kompression bei Bedarf wieder entfernt werden. Oh, ich weiß nicht, ob wir die effektiv brauchen. Ich meine, oh, ich weiß nicht. Ich kann sie erstmal lassen. Ich kann sie erstmal lassen. Investition, Ethan. Ja, ja, ist alles in Ordnung. Habe ich jetzt. Habe ich jetzt nicht verkauft? Warte mal, ich hätte auf Dingens drücken müssen, ne? Warte mal, auf bestätigen. Yes. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, Dankeschön. Dass du es weißt. Dankeschön. Finde ich super nett von dir. So, jetzt haben wir ein bisschen was mehr. Jetzt könnten wir rein schon mal. Na gut, Feuerkraft geht trotzdem noch nicht nach oben. Feuerrate, Magazingröße. Brauche ich mal nicht so häufig nachladen. Was können wir uns auch nicht leisten? Feuerrate würde gehen. Dass wir nochmal schneller schießen können. Oder wir sparen erstmal. Ich glaube, wir sparen erstmal, damit wir uns im Notfall. Neue Beine. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Dass wir. Warte mal, kann ich da vielleicht noch was von kaufen? Ich glaube, Munition ist wichtiger, oder? Ich glaube, Munition ist wichtiger. Aha. Ich nehme Munition mit. Was haben wir hier noch Schönes? Spezialzubehör für die Flinte erhöht die Feuerrate beträchtlich. Na gut, die Sachen sind vielleicht auch nicht verkehrt. Was haben wir hier Schönes? Herstellung Mine. Ach, die können wir später sogar noch herstellen. Scharfschützmunition und Flintenmunition. Was haben wir sonst noch? Was verkauft? Ah, wollen wir uns noch ein bisschen Arznei holen? Ein bisschen Erste Hilfe? Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. So Duke in seinen Wagen wäre bestimmt nicht verkehrt, oder? Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen einen Hals- und Beinbruch. Hals- und Beinbruch. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wir haben, oh, guck mal, wir haben 56 Schuss. Ich lade erstmal nach. Oh. Und für die haben wir 9. Ja, also, wir haben eigentlich gar nicht mal so wenig. Aber das Thema ist, die Viecher halten wirklich extrem viel aus. Das ist das Problem. Die Viecher halten wirklich extrem viel aus. So, jetzt sind wir beim Schloss angekommen. Würde ich sagen, gehen wir mal nochmal hier rein. Und gucken mal. Schloss Dimitrescu. Okay. So, und hier soll. Hier soll meine Tochter drin sein. Wollte ich gerade sagen. Erstmal alles kaputt machen. Erstmal alles kaputt machen. Ja, Freunde, also falls ihr mich mal irgendwie zu Besuch einladen wollt, ja, müsst ihr damit rechnen. Dass ich halt viele Sachen kaputt mache. Genau so wie das. 5. Januar. Redneck Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar. Miranda Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar. Der Duke. Geschäftsgespräch. Ein Mann und drei Frauen. Und drei Frauen. Wir, unsere Frau und unser Kind. Wird das schon als Frau gezählt? Ich weiß es nicht. I don't know. So, was haben wir hier noch Schönes? Drei Töchter. Bela, Cassandra und Daniela. Hm. Na gut. Muss erstmal hier rein. Wobei, da geht's runter. Ich schau mal kurz, ob es hier. Wie ein Generator, ne? Sieht ein bisschen aus wie ein Generator. Kann ich da irgendwas machen? Ne, hier kann ich was machen. Erstmal ein bisschen Kohle mitnehmen. Nichts passiert. Das ist ein Aufzug. Na gut. Dann müssen wir wohl doch in die andere Richtung. Viel mehr bleibt uns ja gerade nicht übrig. Aber sieht echt schön aus, ne? Guck dir mal an, wie schön das ausschaut. Das hat was. Wobei es grün. Gut, darüber kann man streiten. Ja, aber der Rest sieht echt schön aus. Ja, der Rest sieht gut aus. So, gehen wir mal hier weiter. Hier können wir noch was öffnen. Okay. Irgendwie rausgucken? Ne. Ich gehe zuerst mal nur. Schade. Okay, die ist auch verschlossen. Das heißt, wir können scheinbar auch wirklich nur in eine Richtung. Aber wir können hier noch ein bisschen was kaputt machen. Putz.
Weißt du einfach mal Bescheid, ja? Weißt du einfach mal Bescheid. So. Da, 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 da. Hör ich da Schritte oder sind das meine gewesen? Nee, das sind Schritte, oder? Nee, ist meine Schritte, okay, nevermind. Hm? Das war auch mal ein cooles Schreien. Definitiv. Diese Druckplatten, ne? Kann ich hier irgendwas machen? Finde, was? Standen jetzt ja genau, ich hab gleich gesehen. Oh, hello. Oh. Alter, der kriegt aber auch immer in den Fuß, ne? Bisschen ins Bein. Hello, girls. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Oh, die kennen wir doch. Ach, sieh an, Ethan Winters. Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Und ich ist aber echt groß gewachsen, wa? Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Ach, ich bin auch am Sitzen oder am Liegen? Nee. Achso, okay, nochmal. Au! Was soll das? Hört sofort auf! Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Boah, das ist eine große Frau. Lass mich... Runter! Oh, ich fühle das ja irgendwie schon, ne? Schmerz, ich fühle Schmerz, yes. Oh. Ja, supi. Ja, komm, Befragungsversuch. Oh, der hat das wirklich runtergerissen. Oh, ist der ekelhaft. Die sind doch völlig krank. Man hätte die Haken auch einfach rausziehen können, aber man kann es auch einfach so richtig schön Auto ziehen. Alter, schon wieder. Alter, was für ein Dude, ey. Alter. Erstmal auf jeden Schreck ein bisschen was kaputt machen, ey. What the fuck? Was ist das für ein Hebel? Das kaputt dreschen hier. Zumindest mal was kaputt. Na, warte mal. Weinglas. Sehr schön, wir haben ein Weinglas gefunden. Ich habe zuerst gedacht, dass es so ein bisschen hier, weil hier schon ein schönes Bettchen steht, ja, dass es eventuell darauf hinausläuft, aber nein, ist es nicht. Ja, es gab Penetration auf eine ganz andere Art und Weise. So eine doppelte. Geh mal wieder hier raus. Was haben wir hier für ein schickes Bild? Maidens of the Harvest. Mädchen bei der Ernte.
Ja. Das sind Menschen da unten, oder? Die ernten Menschen. Ich glaube, es sind auch Vampire. Ja, lucky guess. Achso, ja, das auf jeden Fall, Freunde. Ja, vor allem, wenn wir so Storygames spielen, dann bitte, ja, da kann ich nicht ganz so viel auf die ganzen Sachen eingehen wie bei DBD. Ja, sorry for that. Warte mal, ach, hier kann ich wieder einen Dietrich nutzen, oder was? Ja, hier kann ich einen Dietrich nutzen. Machen wir direkt mal hier, ja. I wonder what could possibly go wrong. Flintenmunition. Das habe ich aber, glaube ich, den. Ja, Dietrich ist natürlich jetzt aufgebraucht. Ist immer so einmal Dietrich, ja. Das ist mal ein bisschen doof. Ist da auch Blut da drum drauf? Ich glaube schon, ne? Haben wir hier noch Schönes? Nicht unsere dumme Bemerkung. So. Ja. Das Bild kann ich gar nicht mehr erkennen. Gut, die anderen sind scheinbar auch eher so ein bisschen unspektakulär. Sag mal, ist das die? Ist das die Vampir-Lady, wie sie damals war? Weil die drei Mädels haben wir ja auch vorhin schon gesehen auf dem Bild. We did that. Wobei, von hier sind wir gekommen. Okay, wir müssen hier weiter. Tür ist verschlossen. Okay, wir müssen ja scheinbar noch irgendwas anderes finden. Ah, okay. Wir gehen dann mal kurz hier durch. So, wo führt uns das denn hin? Oh, erstmal schön durch den Dreck warten. RIP gratis Muni? Wieso? Hab ich doch mitgenommen, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Warte mal, jetzt geh ich nochmal zurück. Jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen. Hab ich ihn nicht mitgenommen? Bin ich jetzt doof? Doch, die habe ich doch mitgenommen. I did. Nee, bei dem Shop. Da habe ich sie auch schon mitgenommen. Da habe ich sie auch schon geholt. Da war noch Gratis-Muni. Ach so, ja, aber die kann ich wahrscheinlich später auch noch holen im Notfall. Oder nicht? So, wir kriegen mal wieder ein bisschen. Da sehe ich auch nichts. Nicht alles? Okay, ja, gut. Wir wollen es ja auch nicht zu leicht haben, Freunde. Wir wollen es auch nicht zu leicht haben, ja, sonst wäre es ja langweilig. Sonst wäre es ja einfach langweilig. Wir brauchen ein bisschen Herausforderung. Das Federn. Jetzt haben wir ein Säckchen, ne? Oh. Guck mal, eine süße Statue. Ring mit. Was war das? Rosarotem Auge? Irgendwie sowas? Mit rostrotem Auge. Ein Edelstein in Form eines Auges ist lose in diesem Ring eingebracht. Er ließe sich leicht entfernen. Nicht. Aha. Okay, jetzt haben wir das Auge. Weiß, wofür wir es brauchen. Falls wir es denn brauchen. Ah, dafür muss ich noch ein paar Kilo abnehmen. Dann könnte ich auch dadurch. Dann könnte ich auch dadurch. Aber nur dann. So, hier haben wir noch ein paar Chemikalien. Dass ich auch immer nur eins davon immer aufmachen kann, ne? Wenn überhaupt. Ja. Das ist krass. Das ist krass! So, komme ich hier hinten weiter? Eventuell. Wo haben Sie Rose hingebracht? Aha! Ah, aber wir müssen scheinbar diese Augen finden. Oder diese Teile. Ich weiß bloß, wo was eingesetzt wird. Wobei, von den Formen her müsste das... Sieht aus wie Batterien. Sieht aus wie Batterien, ne? Hier kommen drei rein. Hier eine. Hier vier. Und hier zwei. Aber wir müssen kurz mal hier hinten schauen. Dann können wir vielleicht mal nach oben. Wir müssen ja so ein bisschen strategisch vorgehen. Ansonsten übersehen wir nachher was. Aber ich glaube, hier kommen wir einfach nur wieder in den Raum rein, wo wir vorhin drin waren, oder? Entriegelt. Ja, hier waren wir vorhin drin.
Das heißt, wir müssen doch dann da hinten weiter. Nun denn. Nun denn. Immer gut gebrauchen? Ja, das ist durchaus richtig. Das ist durchaus richtig. Ja, ich habe direkt 4. Ja. Eckhart hat direkt 4. Warte mal, ist das da auch was? Was ich? Nee, okay. So. Warte mal. Gleich nochmal untersuchen. Finde der 4 Engel Antlitz und du wirst errettet. Antlitz. Antlitz ist ja eigentlich auch mit angucken, oder nicht? So, wo war ich denn jetzt hier schon überall drinne? So Ach. Sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Antlitz, Gesicht, oder? Ja, aber das machst du ja. Das Gesicht kannst du ja auch nur begucken mit Augen. Ja, so. Nach dem Motto. Oh, so, yeah. Kann ich nochmal kurz gucken, ob wir hier vielleicht nochmal die Kosten und so Muni nochmal mitnehmen können. Wenn denn hier noch welche war. Ah, hier war noch welche, oder was? Ja. Aber. Warte mal. Wie viel kann ich davon jetzt noch mitnehmen? Wie viel kann ich denn generell tragen? Gerne. 30? Noch etwas? Ja, also seht ihr, war jetzt gar nicht mal so schlimm, dass ich sie vorhin nicht gekauft habe. Wie viel habe ich denn jetzt dabei? Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Oh, das Weinglas kann ich verkaufen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier nur Sachen verkaufen kann, die ich effektiv nicht... Also die ich entweder nochmal finde oder halt nicht brauche. Richtig oder nicht richtig? Dann gehe ich nicht davon aus, dass ich das Weinglas noch brauche. Ein Glas. Blutrot ist wertvoll. Okay, dann verkaufen wir schon mal. So. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Yes, ehrlich und fair. So. Modifizieren wir jetzt mal ein bisschen. Jetzt habe ich aber nicht mehr genug Kohle. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter. Bis nächstes Gut. Mal. Bis zum nächsten Mal. Was haben wir hier Schönes? Oh, hier muss man das Auge einsetzen. Das ist die Brücke, ne? Da scheint eine Hydraulik-Funktion drin zu sein. Aber sonst kann ich ja nicht viel machen, außer ein bisschen anglotzen. Können wir nochmal speichern, das ist sehr gut. So, speichern wir nochmal. Vor allem, es geht auch super zügig, ne? Super zügig. So, hier kann ich leider nichts aufmachen. Aber sonst geht ja auch nicht viel. Oder ist das... Ach, das kann hier gar nicht verwendet werden. Okay, das hat schon vorher schon mal so Bewegungen gemacht. Never mind. Also brauchen wir hier noch was anderes. Was haben wir hier Schönes? Tines Labyrinth. Ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Ich glaube, das ist das Dorf, wo wir gerade unterwegs sind. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe, das Schloss, das Haus, auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Okay. Da geht's. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Ist das Auge die Metallkugel? Ich weiß es nicht. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Okay. Wie wird ausgesprochen? Nors... Taints. Nostaints. Nostaints. Irgendwie sowas. Nostaints. So. Also hier hätten wir noch einen Händler. Können wir uns das schon mal merken. Direkt bei der Treppe rechts. So. Von hier hinten kamen wir ja. Das heißt, hier müssten wir schon... Ja, von hier kamen wir. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Let's go up, up, up. Boah,
Das sieht echt schön aus, oder? Zwar super altbacken, aber sieht echt schön aus. Dann machen wir ein bisschen was kaputt. Ja. Einfach unseren Standpunkt klar zu machen. Es kaputt machen. So, was haben wir hier Schönes? Nochmal Munition. Wie viel Munition habe ich denn jetzt? Ich habe 86 Munition, also wenig sieht anders aus, ja. Zumindest mal jetzt so, erster Anschein. Wenig sieht anders aus. Entriegelt. Okay, da geht's auch nochmal weit. Nee, ach, ich weiß, wo wir sind. Hier sind wir runter, da kommen wir wieder nach unten. Und hier war die Tür, wo wir nicht durch konnten. Also wir können jetzt hier scheinbar schon mal ein bisschen abkürzen. Hier irgendwas Schönes? Nö. Nur ein Feuer. Nothing more. Okay, die ist von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich weiter nach oben. Mal kurz kaputt machen. Nochmal Munition. Also wir haben schon echt, echt viel. Ja, echt, echt viel. Mir vielleicht auch nochmal eine Vase zum kaputt machen. Die kann ich nicht kaputt machen, ne? Ich meine, da wird auch effektiv nicht viel bringen. Außer, dass plötzlich das ganze Grünzeug da rumliegt. Wäre nicht ganz so geil. Wer macht das denn wieder weg? Boah, das sieht echt schön aus. Guck dir das mal an. Ohne Leuchter. Oh, das ist schick. Schick, 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 schick. So, wo machen wir jetzt lang? Ah, das Weinzimmer. Nochmal Chemikalien. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendwie so ein Weinglas. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Als Sina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Können wir gleich mal ein bisschen mal saufen, ja? Das läuft. So. Was ist das denn? Kann man... Ah, ich glaube, hier kann man die Flasche wahrscheinlich reinpacken, wenn man sie hätten. Hier könnte man wahrscheinlich die Flasche reinpacken. Aber die haben wir noch nicht. Ja, das ist dann natürlich dann ihre beste Flasche. Ja, und die wird dann perfekt da reinpassen, oder? Perfekto, aber haben wir halt